Hallo und herzlich willkommen zu meinem Test der FIFA 20 Demo. Ja, ich weiß, ihr seid es nicht mehr gewohnt, Videos von mir zu sehen. In letzter Zeit war es wieder ein bisschen mau, aber ich habe Bock, logischerweise dieses Spiel zu testen. Ich habe vorhin schon einmal gespielt so ein bisschen und jetzt machen wir es wieder. Wir spielen einfach mal Dortmund gegen Liverpool auf Legende, versteht sich. Und dann gucken wir, wie das läuft und ich zeige euch so ein bisschen meine Eindrücke. Wolf ist Rechtsverteidiger. Das wusste ich auch nicht. So laufen wir auf, dann sehen wir uns im Spiel wieder, würde ich sagen. Oh, es sind ja mehrere Stadien mit drin, sehe ich gerade. Spielen wir mal in Tottenham. Läuft ja richtig flüssig. Okay, jetzt hat sich einen bekommen. Ich muss kurz den Kommentator ausmachen. Champions League. Ja. Gruppenphase im Stadion der Tottenham Hotspurs. Dortmund gegen Liverpool. Man sieht ja auch schon ein bisschen, dass die Fahnen so ein bisschen detailreicher endlich gestaltet sind. Finde ich ganz nice eigentlich. Wenn dann noch die echten dazukommen würden, wäre es noch heftiger und so richtig große wäre auch geil. Vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Aber momentan ist das auf jeden Fall noch nicht der Fall. Sonst hat sich an sich, glaube ich, noch nicht viel verändert. Auf den ersten Blick hier, außer die Trikots. Auch die Grafik, finde ich, sieht relativ ähnlich aus. Also ich sehe da keine Unterschiede so richtig. Aber muss ja auch nicht unbedingt. Ja, es wird wahrscheinlich auch zu FIFA 20 wieder einen Karrieremodus geben. Ich hoffe, ich kriege das neben der Ausbildung hin. Wahrscheinlich nicht so einen ausführlichen wie dieses Jahr. Aber mal gucken, vielleicht ja auch doch. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich versuche es wieder cool zu gestalten. Und ein bisschen einzigartig zu machen. Diesmal gibt es ja sogar dynamisches Potenzial. Mal sehen, wie sich das auf das Spiel auswirkt quasi. Hier unsere Ausstellung habe ich euch schon gezeigt. Da die Bank dazu. Ich bin auch gespannt, ob die deutschen Fans sich ein bisschen besser anhören. Auch wenn ich das gerade schlecht einschätzen kann mit den Dortmund-Fangesängen. Einfach weil die Bundesliga so lizenziert ist. Aber kein Plan. Ich werde auf jeden Fall jetzt extra tryharden. Ich habe vorhin, als ich getestet habe, mal versucht, Freistöße zu bekommen, um mal einen zu schießen. Hat absolut nicht geklappt. Und jetzt spiele ich einfach mal so gut es geht. Scheiß auf Freistöße. So, let's go. Mal gucken, wie ich mich schlage. Also ich finde allgemein, das kann ich jetzt schon mal sagen, dass so ein paar Bewegungen auf jeden Fall viel smoother aussehen. Da gehört zum Beispiel... Warte, kann ich euch gleich zeigen, was, wenn ich den Ball habe. Und ich krieg erstmal den Gegentreffer. Nee, doch nicht. Roman Bürki ist zum Glück da und pariert dann hier ganz stark. 2000 Jahre später. Ich finde die Animation, wie sie den Ball durchlassen, wenn du R1 drückst, ganz cool. So, hier, ich habe R1 gedrückt, er lässt ihn so durch. Hier, er lässt ihn so durch. Ist viel, viel besser als noch in FIFA 19. Egal. Brandt. Sancho. Boah, Alter, was macht Becker denn? Richtig unsicher. Beziehungsweise Alisson. Oh, nee, die Chance. Was eine Parade von Roman Bürki. Alter. Da reißt er den Arm hoch. Riesenreflex. Und sah auch ganz geil aus. Zumindest in schneller Geschwindigkeit. Jo, Alter. Was ist mit Witzel los? Der kann doch passen normalerweise. Ich stelle mal Brandt nach außen und bringe dafür Delaney, der ein bisschen defensiver sein soll. Gib mir den Ball. Alter, ey, die sind viel besser als ich. Und da fällt es jetzt auch. Ja. Das war abzusehen. Das war wirklich abzusehen. Roberto Firmino. 64. Minute, 1:0, hochverdient, würde ich mal sagen. Das sieht aber auch schlecht von Bürki aus, muss ich sagen. Da. Dahoud kommt einfach mal für Witzel. Oh, ich frage mich gerade, ob Dahoud ein Gameface hat. Ja, hat er. Zum Glück, der sah nämlich richtig scheiße aus im letzten FIFA. Sancho, Reus, Götze. Da war die Riesenchance, schade. Sancho, Reus! Und da ist der Ausgleich. So antwortet eine Top-Mannschaft, Junge. Beziehungsweise ein Top-FIFA-Spieler, würde ich mal sagen. Nein, natürlich nicht. Aber gut gemacht von Jadon Sancho, der da ein bisschen ins Dribbling geht, die Flanke bringt und Reus haben sie dann irgendwie so ein bisschen vergessen in der Mitte. Ja, der kann solche Bälle dann halt auch mal Volley nehmen, wenn er Bock drauf hat. Ah, jetzt singen sie auf einmal, oder was? Erfolgsfans. Ach, du. Genau, so. Jo, das war's. Wir spielen 1-1 mit dem BVB gegen Liverpool.
Kann man machen. Und ich glaube, ich hänge noch ein Spiel drin, weil ich Bock drauf habe. Ah, ist ja gar nicht mehr die White Hart Lane. Aber es ist automatisch in dem Stadion zum Glück. Ich wollte nämlich mal in einem Heimstadion spielen mit einer Heimmannschaft. Und zwar mit den Tottenham Hotspurs. Gegen PSG. Jo, Meunier nimmt ihn klasse mit. Und das ist viel zu schnell für meine Verteidiger und die Riesenchance für Verratti. Alter. Neymar gegen Alderweireld. Mal eben Ehre genommen. Boah. Riesenaktion von Neymar, muss ich sagen. Dann sieht er auch noch den mitlaufenden Ander Herrera. Das finde ich ja ganz geil eigentlich, wenn das in FIFA so eingebaut ist, dass Spieler, die oft Tricks machen, auch dann gegen dich oft Tricks machen, wie Neymar jetzt eben hier. Kleiner Zidane-Roulette und starker Ball in die Mitte. Also, fände ich ganz geil, wenn die das so ein bisschen angepasst hätten. Aber jetzt vielleicht mal über Dele Alli und Kane und wieder Dele Alli. Steckt im richtigen Moment durch für Eriksen. Areola mit der Parade. Eriksen steckt durch. Lucas Moura in der Mitte, ist der Torwart da und irgendwie trudelt er nicht ins Tor. Alter, ey. Was eine Szene, jetzt werden wir aber besser. Harry Kane, Areola. Son bringt die Flanke nochmal wieder, Areola. Harry Kane. Harry Kane. Die behindertste Schussanimation der Weltgeschichte ist auch immer noch im Spiel enthalten. Die müssen sie langsam ausmachen, dann ist das Spiel realistisch. Danny Rose. Oh, hinten war Harry Kane. Habt das gesehen, Alter? Das wäre eine Chance geworden. Junge, Junge. Und das war's. Wir verlieren gegen PSG. Hui. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass gefühlt Neymar extrem viel am Tricksen war. Was ich ganz geil finde eigentlich, wenn er das so ein bisschen mehr auslebt. Wenn die KI gegen einen spielt. Das finde ich echt ganz geil eigentlich. Dass so trickreiche Spieler auch wirklich trickreich spielen. Naja. Jetzt sind wir mit den Freundschaftsspielen, die wir hier machen, auf jeden Fall erstmal durch. Jetzt spiele ich nochmal kurz FIFA Street, um euch das nicht vorzuenthalten. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich nicht so der heftige Fan davon bin. Aber egal, wir sehen uns gleich wieder. So, hier das unglaubliche Intro. Ich habe es schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich lasse es jetzt mal kurz laufen. Schöne Choreo, muss ich sagen, von den Fans von Ajax Amsterdam. Und dann kommt er, Vinicius Junior. Und jetzt passt auf. Er ist erst wild entschlossen. Guckt böse in die Gegend und dribbelt sehr gut. Habt ihr so einen Dribbling von Vinicius schon mal gesehen? In der Champions League? Ich glaube nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aber das wird, glaube ich, auch echt mal ein guter Spieler. Ein sehr guter. Aber das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber gut, man muss das ja ein bisschen promoten irgendwie, wa? Denn jetzt geht's hier in die Gegenden von Mailand. Das passiert täglich auf, wahrscheinlich Mailand, Amsterdam, das passiert täglich auf den Straßen von Amsterdam. Da hinten das Skateboard, um die Coolness noch ein bisschen hochzuhalten. Richtig übertrieben, muss ich leider sagen. Da brennt dann noch hier die Mülltonne. Penner sind scheinbar auch am Start. Boah, Vinicius Junior macht einfach mal mit. Was geht? Tatsuya Ito ist auch dabei. Und er ist natürlich dabei, logischerweise. Also nach einem Champions-League-Spiel gehen Profifußballer logischerweise immer in die Stadt, wo sie gerade sind und spielen Straßenfußball. Wer kennt's nicht? Erstmal cool posieren. Und ja, besonders auf Tatsuya Ito müssen wir, glaube ich, echt aufpassen. Der kann ganz schön gut dribbeln. Egal, let's go. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Skiller, deswegen weiß ich nicht, ob es irgendwas für mich ist. Ich versuche es trotzdem mal so ein bisschen. Mal schauen. Aber ich denke, ich werde es logischerweise trotzdem spielen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich dazu Videos hochladen werde. Ich gehe eigentlich nicht davon aus. Jo, Alter, was hat er denn gerade gemacht? War ein wunderschönes Tor, muss ich sagen. Ich kann es halt auch einfach. Schöner Pass auf Birgit Prinz und die mit ihrem allseits bekannten Volley. Ding Dong.
Warum sagst du Ding Dong, Bruder? Erstmal sich selbst den Ball zu spielen, weil warum auch irgendwo anders hin? Guck mal, was ist denn das für eine Verteidigung, Brüder? Boah, und ich mache ihn trotzdem nicht rein. Aber das ist dann halt auch zu einfach. Boah, Birgit. Mach ihn doch. Krask. Oh, sie fordert sogar. Heftig. Kurz mal übertreiben, weil ich es kann. Oh, es wäre so heftig gewesen, wenn der aus Versehen reingegangen wäre. Ich meine, das wollte ich nur. Jo, die machen wirklich Kommandos, das finde ich ganz geil eigentlich. Also pass, pass, pass. Oh, cross, cross, cross. Ich will es nicht senden, das ist doch viel zu einfach. Ha! Guck mal, wie er mir das Tor anbietet. Und ich mache ihn trotzdem nicht. Aber gut. Hitman. Tokuda. Ja, ich dachte, er heißt Tatsuya. Hä? Street Kings. Jetzt wird es aber auch ein bisschen lächerlich langsam hier. Also Leute, bitte. Reißt euch zusammen. Street Kings. So hätten sich 13-Jährige bei FIFA Street wahrscheinlich genannt. Das Maul, Alter. Jetzt wird es aber langsam aufmüpfen hier, die Olle. Play. Oh, Alter. Aber ich muss sagen, der Abschluss ist wirklich relativ schwierig, weil sie das nicht so automatisch gemacht haben, sondern man muss, glaube ich, auch wirklich da reintreffen, wo man rein will. So zum Beispiel. Meint er, das wird positive News geben, wenn so ein Vinicius Junior einfach mal nach einem Champions-League-Spiel in Amsterdam danach Straßenfußball spielt? Ich glaube nicht, oder? Die dürfen doch locker gar nicht mehr raus, da gibt es so eine Nachtruhe oder sowas. Der wird doch jetzt locker Ärger bekommen, der gute Vinicius. Habe ich schon erwähnt, dass es viel zu einfach ist. Ich glaube nicht. Oh, ho, ho, Karriere beendet. Ito, Junge, deswegen spielst du nicht mehr in Hamburg. Ich weiß, dass es nicht Ito ist, falls Leute das wirklich denken. Wie die Zuschauer ausrasten. Ich habe den Ball eingeschoben. Viel mehr auch nicht. Okay, gut. Ich habe hier schon seine Ehre genommen, muss ich sagen. Hallo, wie geht die Kamera? Kann ich die Kamera nicht umstellen? Ehrlich nicht? Also ich habe ihn schon hart geownt hier mit dem Trick. Dann ein bisschen Glück gehabt, dass ich durchkomme, aber dann... Naja. Ach, das war's. Ach so, ich muss 4 Tore machen, stimmt. Ja, spannende Sache. Ja, erstmal die Bewertung angucken. Ganz wichtig, wie viel gewonnene Zweikämpfe und erfolgreiche Flanken abgegeben. Dribblings sind auch ganz wichtig. Gut, sorry, ich habe mich ein bisschen drüber lustig gemacht hier. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber naja, ich weiß noch nicht genau, was ich von halten soll. Ich hoffe, der Street-Modus ist trotzdem ganz geil, vor allem die Story dahinter. Aber das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen nach längerer Zeit. Ich hoffe, ich kriege das relativ schnell rausgehasselt. Ich weiß aber noch nicht wann. Egal, schönen Tag noch, haut rein, bis denne.